Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Nioh 2. Wir haben im letzten Part die Hauptmission hier abgeschlossen. Die mysteriöse Burg einer Nacht. Haben jetzt drei Nebenmissionen offen. Ich möchte allerdings zuerst noch kurz an den Schrein gehen, weil es gibt zuerst mal Sachen zu gucken. Titelpunkte. Agio, guck mal. Am Ritterbilanz. Machen wir um 0,5% nach oben. So. Habe ich neue Titel bekommen. Seelenkernsammler. 50 Seelenkerne habe ich schon gesammelt. Ich bin ja ein richtiger Sammelprofi hier. Karasu Tengu-Töter. 5 Stück getötet. Okay. Auch gut. Und dann will ich ganz kurz gucken, was ich so für Belohnungen bekommen habe beim Abschluss der Mission. Im letzten Part, da gab es ja noch einiges an Ausrüstung. Aber sieht nicht so aus, als wäre hier irgendwas wirklich brauchbar. Aha. Ne. Was haben wir hier so? Blutspinnenklinge. Ja, super. Aber nicht verdorben. Kabutowari-Axt. Könnte ich eigentlich mal fürs Tokagemaru ausrüsten, mal ein bisschen mit der Axt herum experimentieren. Das Tokagemaru werde ich nicht opfern. Ich will einfach mal ein bisschen die Axt ausprobieren. Fuck it. So, ich habe 2 Handrohre bekommen. Alter. Das ist aber krass, das rüsten wir direkt aus. Hoppla. Das scheint mir was Cooles zu sein. So, jetzt können wir zum Schrein gehen. Wir haben sicher einen Stufenaufstieg, aber wir haben auch noch einiges an Amrita, was wir zugute haben. So. Ich glaube, jetzt habe ich tatsächlich... Nee, ich hab's nicht weggemacht. Ich dachte schon, habe ich jetzt einen Scheiß gemacht oder so. So, Handrohr. Können die beiden eigentlich direkt wieder weg. Gibt Handrohr-Munition, finde ich super. So. Okay, wer sich wundert, warum ich das nicht wegmache, das ist vom DLC. Das kannst du nicht opfern. Warum auch immer. I don't know. So, jetzt habe ich 34.000 Amrita. Das reicht ja für ein Level Up. Dann bin ich Stufe 49. Schon krass, ne? Ja, was mache ich denn hoch? Axt und Handrohr geht bei der Ausdauer hoch und halt auch die Gesundheit. Nahkampfwaffe 1, Nahkampfwaffe 2, Fernkampfwaffe 2 geht alles hoch. Maximales Ausrüstungsgewicht geht hoch und die Belastung. Wir machen die Ausdauer mal auf eine 11. Weil das Handrohr, das haben wir jetzt auch ausgerüstet, das wird ein bisschen gepusht. Generell, alle Waffen werden um plus 1 gepusht, ist doch gut. So, ich will jetzt mal bei der Waffenschmiedin vorbeigucken. Du hast Kakatsuchis Magatama übergeben. Die Magatama hat die Fähigkeit des Schmieds verbessert. Du hast uralter Text übergeben. Wow. So, Utensilien. Kann ich Utensilien jetzt sogar kaufen? Okay. Alrighty, alrighty. Schmiedematerial kann ich auch kaufen. Nee, kann ich nicht kaufen. Da brauche ich Material, um... Ah ja, ich brauche natürlich auch für das Material, um es herzustellen. Okay. Waffenschmieden. Ich kann neue Katanas schmieden. Ich kann alles neu schmieden, ha? Eine Axt. Die Frage ist, kann ich da überhaupt was brauchen, was ich da schmieden könnte? That is the question. Ich weiß es nicht. Ein Handrohr herstellen. Soll ich machen? Nee. Katana. Doppelkatana. Ein Odachi herstellen wäre nur noch was, ne? Giftperle bräuchte ich hier. Boah, das wäre sogar was Verdorbenes. Ah, auch eine Blutspindeklinge. Eine Giftperle. Wo kriege ich eine Giftperle her? Hast du sowas hier? Nee. Oder hier? Giftperle, Giftperle, Giftperle. Hat sie nicht. Warum nicht? Kann ich irgendwas kaufen bei dir? Pfeile kann ich nicht mehr kaufen. Lundenschlussmunition kann ich auch nicht mehr kaufen. Handrohrmunition auch nicht. Kann ich überhaupt das kaufen? Nicht viel, hä? Nicht wirklich viel. Besondere Funde. Bester Tamahagane.
Stahl bester Qualität. Wie viel hast du? 15 Stück. Ne, unbegrenzt, ne? Wie viel habe ich von dem überhaupt? Weiß es gar nicht. Waffen, Rüstungen. Ich kauf mal das Magatama. Ne, ich will es aber nicht ausrüsten. Ich will ja zuerst gucken, was ich jetzt hier gekauft habe. Wär ja was, ne? Anima-Ladung plus 5,9, hier ist 5,8. Kodama-Gespür. Seelenkernbilanz, erlittener Schaden gegen Hinterhalt. Ja. Ja, ja. Ist okay. Ich will jetzt irgendwas Cooles bei ihr herstellen. Was ist es? Vergüten? What is this? Ah, da kann ich es verbessern. Beziehungsweise... Ne, was kann ich dann machen? Ah, ich kann hier... Ah! Ich kann hier Sachen pushen oder was? Ja? Probieren wir es mal beim Handrohr. Ah, kann ich hier irgendwas ersetzen hier, ne? Zum Beispiel, gucken wir mal beim Hornstoßbogen. Ne, da muss ich nichts ersetzen. Bei der Blutspünklinge. Goldbilanz. Kann man ersetzen durch... Kieschaden, starker Angriff zum Beispiel. Guck mal, jetzt ist die Goldbil... Alter, ist das ja geil, aber das war der einzige Umbrazit, den ich hatte. Oh. Schade, naja. Aber wir haben ein bisschen was verbessert in meiner Lieblingswaffe. So, also wir schmieden jetzt mal... Na, was schmieden wir denn? Hier habe ich so vieles, was ich schmieden kann, ne? Richtig viel. Ich muss auch gucken, was mein schlechtestes... ausgerüstetes Teil ist. Da kann man da mal was herstellen. Ich habe ja nicht unendlich ihr Material. Helm, Handschuhe oder... Ne, Beinschienen könnte ich mal was probieren. Oder Hüftschutz. Probieren wir mal. So, meine Liebe. Komm. Ich will einen Fußschutz. Irgendwas Cooles. Beinschienen der Million Dämonen. Ah. Oder ist jetzt Autoregeneration dabei? Ah. Komm. Ey. Ja, ich muss ja auf ihr von... Oh, ich brauche 5-mal bester Eisenbarren. Oder was? Schmieden. Ah, kann ich das hier zusätzlich pushen mit den Sachen oder was? Jetzt hat's guten Lack. Okay. Na und dann? Ich raff's nicht. Hä? Ich komm nicht raus, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Ach, scheiß drauf. Schmieden wir einfach mal. Einfach schmieden das Zeug. Im Inventar hinzufügen. So. Ein Beinschutz. Oh. Der sieht eigentlich noch cool aus. Wählen wir mal. Na gut. Ins Inventar mit dir. Und ein Kopfschutz wäre noch cool. Helm des Hofbeamten. Was nehmen wir denn hier?
Und wir machen den. Let's go. Ah. Ins Inventar. Gut. Ja, Tschüssikowski. Tschüssikowski. Gucken wir mal. Ja. Ist okay. Das ist jetzt nicht wirklich besser. Das. Ja, komm, mach mal. Egal. So, also ich würde sagen, wir gehen als nächstes dann in die Mission. Welche denn? 47. Es gibt hier zweimal Main. Ah, nee. 46, 49, 47. Dann machen wir hier zuerst hier. Stufe 46. Machen wir das. Ich mache jetzt einen ganz kurzen Cut, weil ich muss kacken gehen. Aber wir sehen uns in einer Sekunde wieder, ja? Und dann geht's in die Sunomata-Yokai-Jagd. So, es geht rein in die Sunomata-Yokai-Jagd. Hashizuka Koroku hat noch was zu sagen. Hey, ich möchte dich um einen Gefallen bitten. Ein Yokai hat meine Waffe gestohlen. Dass ein Yokai einen Metamorph wie mich überlisten konnte, ist wirklich beschämend. Aber dieses Ding ist verdammt schnell. Würdest du mir helfen, es in die Enge zu treiben? Okay, ja, machen wir doch. Nicht, dass es ist am gleichen Ort wie die letzte Mission. Nicht, dass jetzt der gleiche Boss ist da, die Katze. Das wäre natürlich doof, wenn man zweimal nacheinander gegen den gleichen Boss dann kämpft. Gut, ich hätte auch eine andere Mission wählen können. So ist es nicht. Ja, wir haben uns verbündet, wunderbar. Okay. Oh, Autoregeneration. Ja. Komm, ich rüste den mal aus. Fuck it. Das ist ja das, was ich hergestellt habe, ne? Ja, ist doch viel besser. Zwar ein bisschen schwerer, aber scheißegal. Fuck it! Das ist so meine Devise. Einfach nur fuck it. So, dann bringen wir mal ein paar Öpferchen da. Was haben wir denn so zum Abgeben? Ah, die habe ich ausgerüstet, lol. Ich dachte schon, hä? Was ist denn jetzt los? Das Gewehr. Ach komm, weg. Weg damit! Einfach nur weg damit. Das kann ich auch direkt wieder weggeben. So, dann sag mal den Kodama Bazaar, was es da so gibt. Oh ja. Den auf 3 füllen. Und hier habe ich alles maximal. Gut. Ja, na dann. Sag mal die Jutsus. Ich habe 8 von 8 Kapazität. Das brauche ich nicht. So. Tigerlauf. Erhöhen die Schrift und Sprint und Ansturmgeschwindigkeit. Schießpulverbombe. So. War doch so. Ist das noch was Neues hier oder war dies das? Ah, nee, nichts. Oh, warte mal, die Onmyo-Magie habe ich ja noch. Da habe ich Wasser und Reinheitstalisman noch neu. Nehme ich lieber Onmyo-Magie statt Jutsu. Bin ich ganz ehrlich mit euch. Da bin ich aber sowas von early. Scheiß auf die Gallnussbrühe und alles. Reinheitstalisman. Mehr Ki-Schaden bei Yokais. Machen wir hier mal 2. Den binden wir hier. Reicht erstmal, ne? Den Wassertalisman brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ja. Warte mal. Ich habe einen Fehler gemacht. Hier kann ich einen mehr nehmen für Blitz. Und hier. Ah, der kostet 1,5. Oh.
es geht. Nehme ich den viermal mit, den Blitz. Ich muss die halt lernen, öfters zu benutzen. So. Stufe 56, komm her. Hallo, hallo, ein Kappa. Komm her, mein Kleiner. Alter, ich kann den nicht einholen, okay. LOL! Was war das? Ey! Wer schießt da auf mich? Ah, da oben. Alle hopp! Sehr gut. Ja, ist egal. Hier, Stufe 51. Töten wir kurz. Gib dir Chocobecher. Und nochmal. Zack. Über keine Chance, ne? Nee, nicht in den Fluss fallen, ja? Ich will ja den Loot haben. So, Beinschienen und Chocobecher und Chocobecher. Dreimal und Chocobecher. Sehr gut. Sehr, sehr gut ist das. Oh. Ich behalte jetzt einfach die Autoregeneration. Ich habe jetzt das extra hergestellt, Mann. Dann behalte ich das auch. Vorerst. Wahrscheinlich nicht lange, aber ist egal. Muss ja keiner wissen. So, hier haben wir noch ein Item. Okay. Seki Doppeltachi. Und wir nehmen mal einen heiligen Pfeil. Mich verarschen. Getroffen. Komm, du Arschloch. Was macht er denn da? Hallo? Gehen wir halt nach unten. Hier nur noch einen heiligen Pfeil. Sehr gut. Komm her. Hopp! Komm schon! Ja, schlägt's auf den Kollegen. Sehr schön. So, Holz, ein Odachi, Elixier. Ja. Ist okay. Haben wir hier Stufe 58, 59, 51. Komm, Stufe 51 wurde vom Enki aufgeschnitten. Und das musst du auch erstmal schaffen. Das musst du erstmal hinkriegen. Alle. Hopp. Und tot ist er. So, gib mir Ochoko-Becher. Nur ein. Frech. Hier, Stufe 35. No Job Old Player heißt er. Also BJ. Wir wissen ja alle, was das BJ heißt. Und zack. Und nochmal. Und tschüssi. So, zweimal Ochoko-Becher und Beinschienen des Mino-Veteranen. Ja. Komm, den können wir auch noch gleich. Hey, ist er trunken. Ja, gut gemacht, mein Lieber. Ey! Ja, jetzt ist er wieder ertrunken. Konnte ich. Hä? Lol? Jetzt konnte ich ihn nicht mal looten, den anderen da. Weil er halt wieder versoffen ist. Ui. Wer oder was hat. Ah, da drüben hat er mich gesehen. Okay. Arschloch. So, da ist nochmal einer. Das war gar nicht so viel Damage, ne? Komm schon. Ach, leck mich doch. Der andere hat mich jetzt gerade abgelenkt. Der hat mich was getötet. Was ist mit ihm verkehrt? Ist denn mit ihm verkehrt, du? Elixier? Da hätte ich jetzt statt ins Lager senden, hätte ich es auch so mitnehmen können. Das war jetzt ein bisschen doof, ha? Enki, komm her! Blöder Affe. Dann halt nicht. Ah, da kommt er wieder. Holy shit! Hehehehe. Nimm das. Und. Hopp. Kommt noch was? Ah ja. Null. Hä?
Hä? Ich hab doch den Wuchtkonter gemacht. Ja, was soll das denn? Den ganzen Scheiß doch mal machen, oder was? Toll. Einfach nur toll. Wunderbar. Ja, dann gehe ich jetzt den nochmal töten und dann beende ich dann den Part für heute auch. Aber diesen Enki, den möchte ich jetzt heute noch töten. Dann kann ich in Ruhe schlafen gehen. Ja? Das ist ein guter Plan. Das ist ein sehr, sehr guter Plan. So. Ich brauche Pfeile. Wunderbar. So, wir nehmen mal mit. Stufe 51 wieder. Ja, komm. Mach mal. Ist okay. Jetzt haben wir die Axt. Ah. Das Odachi gefällt mir halt schon besser. So. Das war der erste. Weiter geht's mit dem nächsten. Zwei Pfeile, okay. So, dich locken wir direkt mal an. Komm schon. Ah, jetzt bin ich verrutscht. Komm. Ja, komm doch zu mir. Ach, dann halt nicht. Dann halt nicht. Ja, kein Problem. Lol, ich bin doch ausgewichen. Wenigstens hat es nicht so viel Damage gemacht. So. Immer alles wieder mit. Komm, den Stufe 59er Kollegen machen wir kurz kaputt. Vielleicht gibt's ja Rayo Chocobecher oder es gibt gar keinen, weil er runtergefallen ist. Sehr gut. Perfekt. Oh shit, der schon wieder. Ja. So. Verpiss dich. Schießpulverbombe, das Geld. So, ihn da. Wegmachen. Gut. So, den Helm habe ich ja schon mal erwischt, oder? Oder was habe ich da erwischt? Auf jeden Fall nicht den Kopf, ne? Wieder habt ihr mich abgelenkt. Komm schon. Ja, das ist gar nichts, mein Lieber. Aber das ist dein Untergang. So, was haben wir hier? Ein Schreibset und ein Elixier. Jetzt haben wir das Schreibset. Sag mal her, jetzt sag mal her, sag mal her. Oh. Ninjutsu-Kraft. Ja, super. Bringt mir halt nichts, ne? Nimm's trotzdem. Aber auch wenn ich nur Onmyo-Magie-Kraft benutze. Machen wir's halt so. So, ich geh jetzt den anderen Enki kurz töten. Und dann bin ich glücklich. Ja? So, ich geh erstmal mein Grab holen. Danke. Ja, greif die anderen an. Das ist sehr gut. Ah ja. Solange er die ganze Zeit da die Bomben macht, ist okay. Und tschüss. Er ist doch easy. Elixier. So. Komm, gegen den kämpfen wir noch kurz. Den BJ Old Player. Schon wieder. Oder vorhin woanders. So, komm. Gib ihm. Ochoko-Becher, Ochoko-Becher. Oh, drei Ochoko-Becher. Eine Sohaya-Maske. Das gucken wir uns auch kurz an. Oh, mehr Ki. Ja, ist ausgerüstet. Nehme ich Yuichis Bogen. Nee, rüsten wir nicht. So, gut. Dann war's das für heute. Ich bedanke mich beim Zuschauen. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ja, wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut, meine Lieben. Tschüss.